Hallo, wie geht's euch da draußen? Willkommen im Livestream am 1. Mai, eigentlich Feiertag und eigentlich heute wahrscheinlich die meisten Leute am liebsten gerne unterwegs und würden ein bisschen abgehen wie Schnitzel. Gibt's ja nicht, ne? Wegen Corona, deswegen sitzen wir hier und machen einen schönen Livestream. Ich hoffe, ihr habt Spaß, ich hoffe, ich habe Spaß, ich habe keine Ahnung. Wir haben natürlich wieder viele Themen, wir haben Tech Talks, wir haben Unraid, wir haben Soundkarten, wir haben Smartphone-Kick, Überraschungen, neues Forum, Magic Mirror, PC-Sicherheit und Teamspeak und Game-Server und was nicht alles. Und jetzt gehen wir alles nacheinander durch. Willkommen zum ersten Teil der Reihe. Heute Tech Talk. Als erstes legen wir los mit den Jungs und quatschen über Soundkarten, Smartphone-Krieg, das Forum, den Teamspeak-Server, die neuen Game-Server und ganz viele coole Neuerungen. Mir geht's gut, geht's euch auch gut. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Mal gucken. Meine Haare sind heute wieder absolut schrecklich, nicht? Twitch-Chat verbindet auf euren Kanal nicht. Eigentlich müsste das funktionieren. Da müsst ihr mal nachgucken. Wir gehen jetzt mal gleich rüber. Ich schalte in den Split-Screen zu unseren anderen Leuten und setze mal meine Kopfhörer auf. Schauen wir doch mal. Hoi. Da hat sich Hallo. Das Bildschirm wieder verstellt. Es tut mir leid. Oh. Alles fit bei euch, Jungs? Ja. Alles fit. Das ist schön. So, was ich nicht verstehe ist, falls jemand sich damit auskennt von euch in der Community, warum Skype so blöd ist. Dieses Bild, das ihr da seht, das wird übrigens über Skype transportiert. Ne? Das ist Skype für Creator, nennt sich das. Und damit kann man ein NDI-Signal senden, dass ich die anderen dazu koppeln kann. Das spinnt aber blöd. Richtig blöd. Kein Delay. Ja, ich hab dann gepfuscht. Siehst du cool? Ich hoffe, das funktioniert. Und dadurch kann es kommen, dass die Bilder sich immer verschieben. Wenn jemand eine Ahnung hat, wie man das fixen kann oder schöner in OBS lösen kann, bitte, bitte schreibt uns eine Nachricht, entweder auf den Discord oder an so neue Forum. Aber dazu kommen wir später. Erstmal hi zu den anderen zwei. Lukas Hallo. Moritz. Hallo. Das konnte heute nicht. Carsten ist auch noch nicht am Start. Mit dem werde ich morgen was drehen. Also den gibt es auch noch. Keine Angst. Ah, Licht, das wäre Licht. Schön. Gut. Unser erstes Thema heute sind Soundkarten. Sind die denn noch relevant oder ist es Humbug? Und es ist ein schönes Thema, finde ich, weil gehen wir zurück, wo wir hergekommen sind. Hier Soundkarten. Und Soundkarten gab es früher nicht. Da gab es einen PC mit einem kleinen Beeper und nach hat sich das hochgerüstet. Über ISA, über PCIe. Meine erste Soundkarte, die dedizierte Soundkarte, war die Audigy ZS2. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Nein. Kennt es noch jemand von euch? Nee, die ZS2 war eine der ersten PCI-Soundkarten, die war vergoldet überall, hat über 100 Euro gekostet. Sollte super und wunderbar klingen, hat sie auch, bis sie irgendwann einfach gestorben ist und Geist aufgegeben hat. 7.1 Echt-Sound. Und jetzt hat sie da auf dem Mainboard. Das waren nicht die hochwertigsten Wandler, für Audiophile wahrscheinlich auch diskutabel. Erstmal zu euch, Jungs. Glaubt ihr, Soundkarten sind heutzutage noch relevant? Danke, Timo, fürs Abo. Also für den Casual-User nicht. Soundkarten, so, also dass man sie hat, um Sound zu erzeugen. Ja gut. Schon, aber halt integrierte auf dem Board werden den meisten auf jeden Fall ausreichen. Das auch. Was ja interessant ist, ich schwenke mal rüber, dann gehe ich gleich wieder zu den Jungs, weil es wichtig ist. Ich schwenke mal rüber auf meinen Monitor, denn ich habe heute schon mal was vorbereitet, um es den Leuten anzusprechen. Ihr hört die anderen jetzt mal kurz nicht mehr. So, ich habe schon mal was vorbereitet. Heutzutage gibt es verschiedene Soundkartenmodelle. Hier, ne? Creative macht immer noch ein paar, wir haben Soundblaster-Modelle und Asus macht noch welche. Da hatte ich auch was, und zwar die Xona-Reihe für Audiophile, entweder auf dem Desktop oder eben nicht auf dem Desktop, sondern im Computer eingebaut. Und die sind alle noch sehr gut bewertet. Und Kompatibilität für Konsolen ist heutzutage wichtig. Und so haben Soundkarten früher ihren Dienst getan im Rechner. Heutzutage holen sich Leute sowas. So ein Modell sollten wir auch mal testen, und zwar genau dieses Modell. Ich habe mich dagegen entschieden, weil das sind solche Desktop-Modelle, die dir virtuellen 7.1 Klang versprechen, obwohl du nur Stereo-Kopfhörer hast und dein ganzes Ton gebastelt zerhundsficken, und hier die tun alle mit schönen Features wie Schritte besser hören und kristallklarer Sound und modellieren und so weiter. Kompetitiv, hol dir deinen Vorteil hier und da. Damit werben sie heutzutage noch. Aber keiner wirbt mehr mit richtigen transparenten Klang. Alle hauen dann noch ein paar vergoldete Dinger oder Wandler mit drauf und sagen, Mensch, das hörst du doch, das ist super. Aber ist es überhaupt noch nötig? Hört ein 0815-Nutzer das? Ich sage persönlich, nein, der 0815-Nutzer hat davon keinen Vorteil. Was sagt ihr? Also der 0815, ja, natürlich nicht. Also
besonders den meisten Kopfhörern, die man hat, die sind ja sowieso nicht unbedingt audiophile Modelle, die wirklich die Unterschiede darstellen könnten. So, die durchschnittliche Person hat ja irgendwie so ein Gaming-Headset, ich sag mal so, vielleicht Bereich irgendwas zwischen 30 und 120 Euro oder sowas, kaufen sie sich und die verlieren es ja sowieso irgendwann. Das stimmt. Viele hören dann auch mit dem Laptop, einfach mit den Audioausgängen, ne? Weil jedes Gerät außer ein Handy, wie dieses Handy hier, jedes Gerät außer Handys haben ja noch Audio-Klinkenausgänge mit DAC. Also es gibt DAC, das sind digitale Analog-Converter, die machen aus digitalen Signalen analoge Signale. Und dann gibt es natürlich doch das andere, Analog-Digital-Converter, die machen aus analogen digitale Signale, wie zum Beispiel dieses Mikrofon, das dann in den Rechner reingeht. So. Für die Leute, die es nicht wissen, der Kollege links ist sehr leise. Also ich bin leise. Ich glaube, er meint mich, aber... Okay, ja, das ist möglich. Lukas kann bestimmt noch ein bisschen lauter machen. Also, jetzt lauter machen? Okay, dann... Machen wir kurz... Test 1, 2, 3, so. Genau, ja, besser. So, jetzt ist natürlich die Sache, ich erkläre euch mal ganz kurz was für die, die es eben nicht wissen, worum es da geht. Mal schauen, ob ich mich großschalten kann. Ja, ich kann mich großschalten. Links oben Mikro runterklappen. Du siehst, das hier ist ein Kopfhörer, der hat kein Mikro, das ich runterklappen könnte. Erstmal hi, Kopi. In Soundkarten drin, da könnt ihr ja immer lesen, beziehungsweise in den Einstellungen 16-Bit, 24-Bit, 44.100 Hertz, 48.000 Hertz. Keiner weiß so wirklich von den autonomen Menschen, was das bedeutet. Das nennt diese Bitzahl vorne dran, ist die Quantisierung, wie viele Stufen ein Signal an Lautheit haben darf, von der leisesten bis zur lautesten. Und also ein Schritt von 1 auf 2 Bit, das ist schon sehr, sehr viel. Und von 16 auf 24 Bit auch. Das hat mit Quantisierung zu tun und Dithering. Darauf könnte ich jetzt eingehen. Das ist ein extrem vielfältiges Thema und Gebiet. Sagen wir einfach mal so, die CD-Qualität ist immer noch 16 Bit, 48.000 Hertz. Und alles, was drüber ist, hören die meisten Leute sowieso nicht. Allein in Streams hier, sowas hier, da gar nicht. Weil YouTube ja selber nochmal die Sachen nimmt, nochmal runterkonvertiert, nochmal einen Algorithmus laufen lässt. Und dazu kommt für euch auch mal ein Video. Und zwar habe ich einen Trick gemacht. Ich habe mein eigenes Material auf YouTube hochgeladen und dann von YouTube wieder runtergeladen und werde mal die Unterschiede analysieren, was YouTube eigentlich mit dem Ton macht. Was machen Streamanbieter? Was macht Twitch? Was machen die alle mit dem Ton? Die lassen das ja alles nochmal kodieren. Aber die kodieren es nicht einfach nur in MP3 oder AAC oder was man so denkt, sondern die verändern den Sound. Das heißt, wenn ihr Musik über YouTube hört, hört ihr sowieso immer veränderten Sound und nichts Audiophiles, das weiß man sowieso, aber nichts Klanggetreues. Man denkt, das ist eine normale Konvertierung, ist es nicht. Da werden noch Höhen angehoben, da wird der Sound charakteristisch noch verändert, dass es vor allem auf Smartphones und so weiter besser klingt. Und das kriegen die meisten Leute leider gar nicht mit. Schon wieder eine Spende, Barracuda Gamer, bist du narrisch? Dankeschön. Der will echt ins Leaderboard nach oben, ne? 60 Euro hat er schon gegeben, jetzt sind 70. Boah, Wahnsinn, Junge. So, den Unterschied merkt man schon, kommt aber aufs Mainboard an. Mit einem Soundcard im Rechner merkst du schon gewaltigen Unterschied. Ja, SMK-Freak, du hast recht, man merkt einen Unterschied, aber viele Leute nicht. Viele Leute fällt es gar nicht aus. Vielen Leuten reicht so eine Soundkarte. Und wer es nicht glaubt, ja, das ist eine Soundkarte. Zwei in, also Stereo in, Mikrofon, also ne, Mikrofon Stereo in und Kopfhörer out. Und das langt den meisten Leuten. Das ist vielleicht vielen nicht aufgefallen, aber unser ganzer letzter Stream lief über dieses Ding. Und den Unterschied zum Klang zu jetzt wird wahrscheinlich keiner bemerken. Es ist interessant, weil vielen Leuten kann das gar nicht so auffallen, weil es ja immer einhergeht mit verschiedenen anderen Ablenkungen, außer man hört dediziert Musik. Und darauf, da kann man dann wieder ganz andere eingehen. Audio-Interfaces oder spezielle Verstärker für Kopfhörer. Wie letztes Mal habe ich einen Lake People empfohlen, einen Vorverstärker oder Röhrenvorverstärker. Wenn wir in diese Richtung gehen, in diese Welt, dann tun sich da wieder ganz andere Möglichkeiten für Klangfanatiker auf. Aber die Frage ist, ist das überhaupt nützlich? Ich habe jetzt hier, ihr wisst ja, dieses teure Mainboard für meinen Android-Server und da ist auch hochgradiger Ultra Crystal Clear Sound mit drin. Blindtests sind da das Einzige, was eigentlich hilft. Glaube ich. Weiß ich nicht. Haben die Jungs schon mal Erfahrung? Also habt ihr selber unterschiedliche Soundkarten mal besessen oder legt ihr da viel Wert drauf? Also ich benutze jetzt hier für meine Kopfhörer zum Antreiben hier auch meinen Behringer Mischpult da, um das ganze Ding rauszugeben. Das hat einen schönen guten Deck drin, der das Ganze eigentlich hinkriegt. Und ich finde persönlich klingt das noch besser als die Soundkarte, die ich jetzt hier im Rechner stecken habe. Aber wahrscheinlich auch nur so ein bisschen so
Gefühl. Es kann natürlich gut sein. Man weiß ja nie, was für hochwertige Wandlerkomponenten eingebaut sind. Ist auch, finde ich, zum Beispiel ein sehr schwieriges Thema. Ich kann auch oft einen Unterschied hören. Ich habe allein auf meinen Abhörmonitoren habe ich galvanische Trennfilter vorher eingebaut, dass ich Ground Loops rauskriegen kann. Und das Fiepen vom USB-Anschluss über die einzelnen Soundkarten habe ich ausgeblendet und so weiter und so fort. Und natürlich kann man auch hören, ob jetzt Wärme im Klang subjektiv mit reinkommt. Aber Wärme ist meistens nur Verzerrung. Weil wenn ein Röhre, Sierröhre, Wärme oder so ein Klang, das ist eigentlich nur, wie nennt man das? Das sind verschiedene, ich will jetzt den Begriff nicht falsch herhauen, aber es sind, wie nennt man das? Verschiedene aufeinander aufbauende Störfrequenzen bzw. Obertöne, die dann als Verzerrung eingeblendet werden, je nach Algorithmus. Und diese erzeugen einen wärmeren Klang, weil er crispier wird und quasi vielfache Multiplikation einer Frequenz hinzuaddiert wird zum Signal. Kommt jetzt aus dem Audio-Hintergrund, weil ich auch viel Musik mache und so weiter. Wie ich das Fiepen entfernt habe. Ah, das ist interessant. Das ist schön. Viele Soundkarten haben Fiepen drauf. Ein USB-Fiepen oder ein Fiepen über einen Stromanschluss. Kein Netzanschluss im Haus ist richtig. Wenn ich zum Beispiel früher mit der Maus von links nach rechts gefahren bin, habe ich auf den Kopfhörern oder auf den Boxen Fiepen gehabt. Das liegt daran, dass ihr verschiedene Geräte in der Steckdose habt und die Null, ne, die Erdung, und die ist nicht gleich. Die sollte zwar im ganzen Haus gleich sein, aber wenn euer Verkabelungselektroniker scheiße war, dann ist da eine Differenz. Und über diese Differenz fließt ein Rückstrom. Und dieser Rückstrom geht bis zum Netzteil. Das Netzteil ist leider nicht richtig entkoppelt, außer ihr habt eine USV. Ich habe eine USV. Die entkoppelt nochmal zusätzlich und tut den Netzstrom richten, weil der ist nämlich auch nicht immer gleich schön smooth, sondern der hat auch Probleme. Und wenn ihr Probleme auf dem USB-Anschluss habt mit Fiepen, könnt ihr an das Gehäuse ein Erdungskabelchen ranklemmen oder löten und das ans PC-Gehäuse machen. Damit werdet ihr fiepenlos. Auch Spulenfiepen von der Grafikkarte. Viele Grafikkarten leiden unter Spulenfiepen. Das Einzige, was ihr da machen könnt, ist einen digitalen Anschluss zu benutzen, wie zum Beispiel HDMI oder SPDIFF, und über den digitalen Anschluss dann den Sound abzugreifen, dann kann kein Fiepen übertragen werden. Massenpfeifen ist das absolut beschissenste, was man sich vorstellen kann, und man weiß nie, wo es herkommt. Es kann aus einer Komponente kommen, dann kommt da noch ein Spulenfiepen dazu, dann kommt da noch eine Brummschleife oder ein Netzpfeifen mit drauf, und damit kämpfe ich ja eigentlich schon immer. Egal, ich habe jetzt, egal welche Soundkarte, ich habe 6 Soundkarten dran, und da hilft euch auch so eine dedizierte Soundkarte nicht. Das ist das Tolle, die helfen auch nicht. Was hältst du denn dann von solchen Boards, die so dedizierte Anschlüsse bereitstellen, die extra für USB-Soundkarten gemacht sind? Humbug. Absoluter Humbug. Weil ihr steckt irgendwo ein anderes PC-Express-Gerät an oder steckt irgendwo dran und schlappt dir wieder ein ganz anderes Pfeifen. Das ist die absolute Hölle. Ja, HDMI ist super in der Hinsicht. HDMI geht ja auch fürs 24-Bit 192.000 Hertz hoch. Also wenn ihr Sound über HDMI abgreift, es gibt jetzt sogar schon Mischpulte, die den Sound über nur HDMI-Audio ausgeben. Das ist super schön. Vor allem an die Grafikkarte, zack, zack, das reicht. Vor allem, weil dann keine Konvertierung auf ein analoges Signal mehr stattfinden muss. Ne? Digital gleich abgegriffen vom Mischpult, zack, kein Fiepen. Sowas ist toll. Meine Barracuda GEMA, meine USV ist nur für den PC hier und eine für den Server, nicht fürs ganze Haus. Ja, auch Soundkarten haben Spulenfiepen, aber normalerweise müssten sie da noch Dioden drin haben, die das rausfiltern. Also Trennfilter im besten Fall. Ja, kann auch fiepen, aber nicht, wenn du symmetrische Kabel hast. Deshalb, ich empfehle alle Leute, die Probleme mit Fiepen haben, versucht es mal mit symmetrischen Kabeln auch. Also ein symmetrisches Kabel ist zum Beispiel 2 XLR-Kabel oder ihr habt M2 Klinkenkabel, Einzelklinkenkabel, die aber symmetrisch sind. Die können auch asymmetrische Signale übergeben, aber da ist das Signal auf einem Ding umgedreht zur Übertragung, wird dann zurück übertragen. Das heißt, auf dem Übertragungsweg, wenn eine Störung vorliegt, wird die quasi um 180 Grad Phasen gedreht und löscht sich damit aus und ihr habt das blanke Signal. Das löscht dann quasi ein Übertragungsfiepen raus. Sehr praktisch. Mache ich nur so.
Gut, Jungs, jetzt wieder zurück. Soundkarten, lohnt sich das, ne? Wir haben hier ganz viele verschiedene Modelle heutzutage über PC Express. Ich mache mal mein Dings wieder auf. Creative macht es seit Jahren und bauen es immer noch ein. Ich blende mal für alle, damit ihr es auch mal seht. Hier zum Beispiel diese schöne Karte, die hat auch noch SPDIF, der stirbt zwar geradeaus, weil er auch scheiße ist, aber und die Pro Gaming und die empfehlen immer und schaut, 32-Bit, 384.000 Hertz. Der Witz an dieser Sache ist meiner Meinung nach. Und die werben auch mit dB-Abstand, da gehe ich dann auch mal drauf ein. Aber der Witz ist, habt ihr schon mal, und auch meine Jungs aus dem Team, habt ihr schon jemals ein Signal mit 32-Bit 384.000 Hertz gehabt? Also irgendein Spieleentwickler, baut der das in sein Spiel ein, echt? Ich glaube nicht. Nee. Vor allen Dingen, so, ich meine, die meisten Spiele, die so wirklich so populär sind, in denen du wirklich so vielleicht soundmäßig ja irgendwelche Vorteile hast, wenn du da irgendwas manipulierst, sind ja irgendwie jetzt Shooter, wo du tatsächlich vielleicht ein bisschen was hören musst und da kannst du eigentlich mit einem einfachen Equalizer, der dir ein paar Sachen rausfiltert, schon gut beeinflussen. Ja. Oft schon VAC gebannt wird. Nächstes Thema, da gab es ja jetzt einen cool, der CSGO, ne, ein bisschen gezeigt kann, dass man wegen Footsteps und so weiter anpassen kann, alle gebannt. Ja, und gut, wenn er halt mit an deinem Audio-Equipment rumspielt, da können die ja nicht überprüfen. Ja. Und ihr werdet es nicht glauben, aber bei vielen Spielen habe ich mir mal die Files angeschaut, die Waff-Files, ne? Beim ganz modernen Shooter, der gerade in der Beta draußen ist, der ein Konkurrent zum anderen Shooter ist, da habe ich mal witzigerweise mir einfach mal die Files angeschaut. Und ich sag mal so, die sind mit 16-Bit 32.000 Hertz aufgelöst. Und es wird niemand hören. Also, erstmal Grüße, Princess Luna, hey. Ne? An alle, die jetzt gerade zugekommen sind. Ich finde es einfach interessant, vor allem, weil jetzt kommen Soundkarten mit RGB daher und mit höherem Klang, Rauschabstand, Verhältnis und so weiter. Wer sind denn da die zwei? Da oben, das da ist der Lukas, der hilft mir bei Stream und Aufbau und Cutting für Streams. Ihr werdet nämlich jetzt diesen Livestream bald finden und zwar unter diesem Kanal. Das Best of bekommt ihr geschnitten in Teile und den vollständigen Stream findet ihr auf dem Zweitkanal. Und wir machen das im Team immer ein bisschen so, dass wir da hinterher sind, dass die Leute sich die Sachen später auch nochmal angucken können. Und der Moritz da oben, der bastelt auch ganz viel. Und der Lukas eigentlich auch, die basteln eigentlich beide ganz viel für Forum und Gameserver, aber das ist eines der nächsten Themen, wohin wir auch gleich kommen, weil wir quatschen ja auch schon wieder hier so 15, 20 Minuten drüber. Also ich. Ja. Frage ans Team. Ne? Ja. Wenn ihr euch jetzt heutzutage irgendein Gerät kauft und ich blende mal rüber, welche Soundkarte würdet ihr euch kaufen? Einfach mal Impulshandlung, ich zeig's euch, ihr könnt mal drauf schauen. Das Problem ist jetzt, wir müssen natürlich warten, bis dein Video hier im Stream dann ankommt, dass wir das sehen. Genau, genau. Deswegen blende ich dann kurz mal drüber. Also ich blende jetzt hier mal ein. So, was würdet ihr euch denn da holen, wenn ihr so diese Soundkarten hier im Vergleich seht? Ich meine, die Preisspanne geht von 30 Euro bis 250 bis teilweise sogar 400 Euro. Ich habe jetzt nur mal ein paar zum Beispiel aufgemacht. Was würdet ihr euch da holen? Weißt du, bei uns im Mainboard ist die Soundkarte kaputt gegangen, wir wollen Ton haben. Genau. Okay. Dann warten wir mal auf den Stream. Bei YouTube kommt schon irgendwas. Warte, ja. Ich muss erstmal eben kurz irgendwie größer ziehen. Ah, da. Ich lasse so, die Jungs mal kurz anschauen. Größer, ja. Unser USB-Ding. Ich hatte noch nie eine externe Soundkarte, außer in einem ganz alten PC, die noch mit dem CD-Laufwerk verbunden war. Also die externe Soundkarte in meinem PC, die ich früher mal hatte, das war so ein Ding, Baujahr 1998 ungefähr so, also audiophile Erlebnisse waren das auf jeden Fall nicht, besonders nicht mit den Boxen, die ich da hatte, aber das Mainboard an sich hatte keine Soundkarte gehabt, das war noch nicht Zeit. Also aber ich geb euch jetzt mal eine unpopuläre Meinung, also das Team sagt genau das Gleiche, das ist ja so ein Thema, das ist in der Randversetzung verschwunden und meine unpopuläre Meinung dazu ist, wenn ich heutzutage einen guten Sound am PC haben will, dann hole ich mir persönlich, weil die meisten Leute vielleicht auch ein bisschen streamen wollen oder was aufnehmen oder vielleicht Musiker sind oder sich denken, hey, ich werde doch mal ein Signal einschleifen, dann werde ich mir gleich ein Audio-Interface holen. Und mehr als Stereo brauche ich sowieso nicht, weil ich brauche vielleicht für, wie zum Beispiel Big T 72 sagt, vielleicht habe ich gute Kopfhörer, die hochohmig sind, Beyer Dynamics, vielleicht, dann hilft sowieso nur ein Audio-Interface, um die Treiber richtig anzutreiben. Auf der anderen Seite brauchst du nicht mehr wie Stereo, weil es gibt kein Headset auf dem Markt, das wirklich mehr als 2.0 Sound gut
Surround kann. Diese ganzen 7.1-Dinger, auch wenn die Dinger hier so mit eingebaut sind, das klingt alles nicht gut im Vergleich zu einer echten Anlage oder im Vergleich zu wirklich guten Stereo-Kopfhörern, die ein gutes Bild und eine schöne Bühne haben. Das kann mir keiner erzählen. Und deswegen werden die meisten Leute heutzutage trotzdem einfach mit Stereo-Headsets, weil da hört man seine CSGO-Gegner von hinten auch. Wir haben ja auch keine 7.1 Ohren. Wir haben links und rechts ein Ohr. Und das kann Stereo verorten. Und das kann auch im Raum arbeiten. Und alles andere müssen die Hersteller in ihre Sachen richtig einbauen, dass man das so wahrnimmt. Wir haben zwei Ohren, dafür braucht man nur zwei Lautsprecher. Und alles andere, was dazu kommt, mit den tollen Anschlüssen und den Features, das ist alles Augenwischerei. Wenn, dann holt man sich einen gescheiten DAC, ein Audio-Interface oder einen schönen Kopfhörerverstärker und damit fährt man qualitativ am besten. Diese ganze Zusatzsoftware und so weiter ist Mist. Ich habe zu viel Bass im Sound, den kann ich gerne ein bisschen rausnehmen, wenn euch das gefallen würde. Dafür habe ich das Zeug ja. In der Zwischenzeit kann ich ja noch was sagen. Ihr müsst auch bedenken, so diese ganzen Spieleentwickler, so die solche Shooter und sowas machen, die optimieren ja den Sound auch schon so ein bisschen dafür, dass es halt dann für Kopfhörer ja auch geeignet ist, dann dementsprechend auch für Stereo und so weiter. Also was egal euer Soundkartenhersteller mit dem Audio nachträglich noch macht, die Entwickler haben wahrscheinlich schon vorher ein bisschen dran gedacht. Mhm. Bei Spielen geht es ja auch immer darum, das so klein wie möglich zu halten. Ja. Das ist richtig. So. Ich habe mal ein bisschen Bass aus der Stimme genommen. Ich hoffe, das reicht den Leuten. An. Mir wurde hier gerade noch geschrieben, du hast ab und zu so ein bisschen Probleme, dass du irgendwie abgehackt rüberkommst. Was sagt denn der Chat noch dazu? Also habe ich hier gerade noch ein Feedback gekriegt. Die Leute wirklich. Das. Du hast das aber dir gerade auch abgehackt? Ja. Weg oder bin ich jetzt da? Jetzt bist du wieder da. Ja, sehr gut. Und wieder weg. Sehr gut. Interessant. Das interessant kommt wieder gut. Jetzt, okay, gucken wir mal. Nee, ja, wir haben eigentlich. Ja, wir. So, jetzt müsste das Sound wieder. Auf der typische ein paar Soundprobleme. Ja, klar. Genau. Wie war das noch mit Skype-Konferenzen? Hörst du mich? So sollte das auf alle Fälle wieder gut klingen. Ne? Ich habe jetzt auch ein bisschen den Schließwert angepasst und den Noise Gate. So. Auch, gut. Ja, Audio, das, Alex, der Ton ist jetzt. Jetzt sollte der Ton wieder gehen. Das war einfach ein Kabelknick. Ich fand es mit mehr Bass besser. Jetzt wird's lustig. Wir sind jetzt wieder bei subjektiven Empfindungen. Jetzt sind wir wieder bei subjektiven Empfindungen, ja. Ist die Frage. Soundproof, ja. Ich frage, ob vielleicht auch derjenige, der zu viel Bass hatte, schon einen Equalizer drin hatte, der noch Bassboost hinzufügt. Vielleicht brauche eine Soundkarte eine neue. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Bass draufgegeben und das ist jetzt ein guter Kompromiss zwischen beidem, würde ich sagen. Aber wir wollten ja noch drauf kommen, welche Soundkarte würden wir uns eigentlich denn, wenn überhaupt, kaufen, wenn wir jetzt Probleme mit dem Chip da hätten. Was würdet ihr euch holen? Fängst du an, soll ich? Also ganz ehrlich, ich würde irgendwie gucken, sonst wenn ich nicht irgendwie ein akzeptables Ding finde, was mit dem PCI-Slot schon angeschlossen werden kann, würde ich mir einfach irgendeine suchen mit einem guten Deck, der per USB angebunden werden kann und dann rein. Also ich gucke da eher dann auf den verbauten Chip, von dem ich dann weiß, dass er besser ist. Das klingt gut. Würde ich auch so machen. Weil... Achso, Entschuldigung. Ja, ich wollte einfach nur... Moritz, was hast du? Wenn ich Ton brauche, hätte ich die USB-Karte genommen, weil das am billigsten. Pragmatismus ist auch eine Lösung. Finde ich auch gut. Ja. Also es geht immer aufs Anwendungsgebiet. Und zwar, wenn man jetzt sagt, ich bin so audiophil, dann wollen sich die Leute auch nur noch vergoldete Kabel holen mit vergoldeten Kontakten. Und jeder glaubt, der hört da mehr. Was auch Blödsinn ist, im Blindtest hat sich rausgewiesen. Und wenn ihr 30 seid, so wie ich bald, dann hört ihr sowieso die hohen Frequenzen nicht mehr. Die gehen verschwunden. Zu viele Konzerte, zu viel Spaß. Was möchte ich euch noch schnell zeigen. Über Konzerte ist momentan schwierig hinzugehen. Ja, jetzt im Moment. Audio-Videos verzögert, ich hoffe nicht. Ich hoffe, es ist nicht sehr verzögert. Ich hatte eine Frage, und zwar, wie kann man Audio schnell rüberleiten? Das zeige ich euch noch kurz, da gehen wir drauf. Und zwar hier.
Holt ihr NDI-Tools, wenn ihr Audio über Parsec oder Unraid streamen wollt, nehmt ihr NDI-Tools. Mit NDI-Tools installiert auf der VM könnt ihr auch nur Sound übertragen. Da gibt es ein Programm, das heißt Scan Converter und das andere heißt Studio Monitor und das eine schickt und das andere empfängt. Top, die nutze ich hier auch für dieses Streaming-Setup hier. Nur, dass ihr es wisst. Und damit kann man Ton sehr schnell übertragen. So. Auch mal Beleuchtung, wurde es gesagt. Jo, wurde es gesagt. Gehen wir mal kurz zum nächsten Thema. Das nächste Thema hier ist Smartphone-Krieg. Willkommen zum Thema Smartphone-Krieg. Es geht darum, ist das nützlich, ist das Blödsinn? Heutzutage werden 5 Milliarden Telefone auf den Markt geworfen. Ich persönlich habe jetzt wieder ein neues Telefon und dieses neue Telefon ist das OnePlus 8 Pro. Endlich habe ich ein neues Telefon. Dank auch Spende, dank auch Leuten, dank auch YouTube-Einnahmen konnte ich mir ein Telefon leisten, wo der Anschluss nicht kaputt ist. Gut, ich habe jetzt leider keinen Audioeingang mehr. Das ist auch schon die Brücke. Ich habe keinen Audioeingang mehr, aber ich habe mir etwas bestellt. Das nennt sich Neura Loops. Ist jetzt schon ewige hier Corona-Warteschlange. Und es sollen die besten In-Ears sein überhaupt, die auch mit Kabel koppelbar sind und Bluetooth und passen sich an meine Hörschwäche an und so weiter. Und immer mehr Handys mit immer mehr Features auf dem Markt. Ist jetzt die Frage, ist das nützlich? Wohin entwickelt sich das? Der eine Hersteller wie OnePlus sagt hier, oh Mann, 48 Mbit, super Kamera, Megapixel, super Kamera und noch eine 48 Megapixel Kamera, dann noch eine 8 Megapixel Tele, 8 Farb und bla bla bla. Und dann sagt der nächste. Haben wir den Megapixel War nicht schon längst gehabt, irgendwie 2013 oder so, als die alle auf Megapixel in Kameras gegangen sind? Motorola hat ein neues Handy angekündigt, das nur für Verizon-Kunden ist. Und jetzt haben wir wieder Megapixel War, Lukas. Das ist komisch. Und die haben mit 108 Megapixel und aber immer mehr Megapixel. Ja. Irgendwo müssen sie sich ja auch betteln. Ich meine, ansonsten sind es nachher irgendwann alles Rechtecke mit einem Display und einem Lautsprecher dran. Ja, es ist super komisch. Aber wenn wir nochmal auf das Thema zurückkommen wollen mit den Kopfhörerbuchsen. Also ich persönlich habe mir quasi das Gesetz, ich kaufe so lange wie möglich kein Telefon ohne Kopfhörerbuchse nicht. So, das ist weglässt. Also ist verständlich. Einfach nicht ein, diese Möglichkeiten zu verzichten. Und eigentlich, wenn man zu blöd ist, ein Loch in sein Gerät zu designen, hat man es nicht verdient, Handys herzustellen. Das stimmt. Das Problem ist, es wird ganz verschwinden, weil alle digital haben. Die wollen sich die Digital-Audio-Converter sparen, die sparen auch Strom, wenn sie denen verbauen. Verstehe ich von Herstellerseite. So lange wie möglich dann. Klar, ja, es Kosten sparen etc. Aber trotzdem, so, ich verstehe jetzt auch nicht immer unbedingt die Argumente von den Leuten, die dann gegen das Ganze sind, weil die ja dann sagen, ja, aber Bluetooth etc. Das Telefon hier hat Kopfhörerbuchse und Bluetooth. Ich kann beides nutzen. Warum sollte ich mich einschränken wollen? Die Nutzer wollen sich nicht einschränken, die Hersteller wollen natürlich alle Features Premium machen. Sieht man am iPhone. Das neue iPhone SE, Riesendreck. Hier 3D-Touch extra beschnitten, dass man das Pro verkaufen kann. Ne? Haben sie extra Features rausgenommen aus der alten SE-Reihe für die neuen Phones und die tun mit den Features immer hin und her spielen. Hallo Jakob Fülle. Und das ist alles Augenwischerei. Genauso wie es Augenwischerei ist, dass man den Akku fest verbaut und nicht mehr wechselbar macht. OnePlus 8 Pro, da drin steht drin, der Akku ist nicht auswechselbar. Wenn du es öffnest hinten, du machst auf, heiß füllen, tust die Klebestelle aufmachen, dann steht auf dem Akku, Akku ist nicht tauschbar. Was ist an der Seite? Aber eine Lasche, hier ziehen, um den Akku zu entfernen. Ja. Da ist ja aber auch noch was Witziges, die haben ja diese ganze Rückseitenverklebung teilweise ja mit dem Argument angefangen von wegen, jetzt können wir die Telefone durchgehend wasserdicht machen. Ich erinnere mich allerdings noch an ein Telefon, das ich noch hatte, ein Galaxy S5 Mini von Samsung. Das Ding war wasserresistent, hier IP58, hatte Kopfhörerbuchse etc. alles, der Akku war wechselbar, man konnte die Rückseite einfach abnehmen und da war eine sogenannte Dichtung drin. Mhm. Das ist offenbar die Erfindung, die den Herstellern zum Teil dann fehlt für die Rückseiten, damit man die wieder abnehmbar machen könnte. Es ist interessant, ja. Das geht ja gar nicht, ne? Auch mit Verschraubung nicht. Die könnten eine Dichtung ringsherum verbauen, machen sie nicht. Sie haben hier in diesem Phone, haben wir auch 3 oder 4 von diesen kleinen Papierschnipseln, die anzeigen, ob ein Wasserschaden da ist, obwohl wir ein IP67-Rating haben. Und obwohl wir Dichtungen haben, sogar am MicroSD-Karten, also am SIM-Karten, Dual-SIM-Karten-Slot haben wir auch Dichtungen. Wir haben überall Dichtungen, wir haben die Zertifizierung und trotzdem soll man sich nicht drauf verlassen. Das sind alles nur Tricks und Spielereien, um den Leuten wieder Geld aus der Tasche zu zocken für nächste Geräte. Und dieser Smartphone-Krieg ist so unübersichtlich. Ich werde zu diesem Telefon mal ausnahmsweise ein Video machen. Das wird rauskommen. Aber prinzipiell gab es schon sehr viele Videoangebote, dass wir
Smartphones testen und wir machen das nicht. Warum? Erstens ist der Markt übersättigt. Zweitens kannst du überall Jerry Rig Everything oder wo auch immer oder hier allein. Mittlerweile ist Unbox Therapy nur noch ein Smartphone-Channel. Change my mind. Und das ist der neue Hype. Aber alles ist eigentlich Blödsinn, weil die Geräte sind so schnell, dass es den meisten Leuten keinen Unterschied gibt. Jeder jagt Specs hinterher, genauso wie bei Computern. Es geht nur noch um die möglichst beste, schnellste Erfahrung. Da geht es darum, ob der Fingerabdrucksensor eine Millisekunde schneller ist als beim anderen Modell. Apple geht den anderen Weg und sagt, hey, ich nehme uralt Hardware und optimiere an der Software rum. Und die Leute kaufen es trotzdem, was sie ja auch tun. Aber ich meine, das iPhone SE, das hat eine Berechtigung tatsächlich da zu sein. Und zwar für Leute, die tatsächlich einfach nur ein iPhone haben wollen unbedingt, aber dann das billigste Ding für die nächsten Jahre haben wollen. Die können sich dann damit immerhin ein etwas günstigeres Gerät, das dann tatsächlich mal ausnahmsweise noch länger als 5 Jahre Support hat, kaufen. Ja. Das ist dann der einzige Vorteil. Aber also, dass das tatsächlich dann die alte Hardware mit Support ist, weil du könntest dir tatsächlich iPhone 8 kaufen, aber das ist ja auch schon ein paar Jahre alt und dann stampfen sie den Support ein und ich meine, wir hatten das bei uns in der Familie schon ein paar Mal jetzt hier dann, dass ich Beschwerden gekriegt habe hier, von wegen, ich kann keine neuen Apps mehr installieren, weil iOS ist nicht aktuell genug, kriegt das aktuellste nicht mehr, aber der Store sagt, ich brauche das neueste. Mhm. Und schon künstlicher Elektroschrott. Aber das Schöne ist, die iOS kann man wenigstens hacken, kann neuere noch was drauf bügeln, habe ich gehört. Wenigstens, aber das ist halt auch schon wieder für viele Leute zu viel. Gehen wir mal kurz auf die Nutzer ein. Ein P20 Pro ist meiner Meinung nach immer noch ein tolles Handy. Mein LG V30 war immer noch ein tolles Handy. Wäre es nicht hin, würde ich es noch nutzen. Es ist nicht so langsam. Es gibt mittlerweile so viele tolle Custom-ROMs, die die Dinger aktuell halten. Das geht auf keine Kuhhaut. Das geht halt bei iOS nicht, ne? Weil noch ein bisschen mehr limitiert. Aber wir haben Deca-Core-Prozessoren. Wir haben noch mehr drin, die eigentlich schon Jahre alt sind, die immer noch in Dienst tun. So und so viel Gigahertz und ach, wären die Akkus nicht so und wir bräuchten nur ein bisschen Optimierung in Hinsicht auf die Beschleunigung durch die Betriebssysteme. Jetzt Android 10 macht das System laggier als Android 8, das weiß man, weil mehr Features drin sind. Wenn natürlich ein paar Features einfach optisch bereinigt werden würden, würden auch alte Geräte damit laufen. Will natürlich keine geplante Obsoleszenz. Gaming-USB-Sticks, davon halte ich überhaupt nichts, weil das Käse ist. Das hat noch nie wirklich funktioniert und es wird niemandem gerecht, diese kleinen, nein. China-Gadgets kenne ich, habe ich auch schon öfters geguckt. P20 Lite findest du auch eine Custom-ROM im Netz. Du findest zu allem, der Bootloader ist auch anlagbar. Sogar über die Entwickler-Tools kannst du das eingeben. Schau doch mal bei XDA Developer. Die haben für die meisten Geräte, sogar für Medium-Geräte, haben sie mittlerweile gute Custom-ROMs. Und die müssen nicht mal für dein Produkt oder Produktlinie sein. Das ist das Schöne an Google. Sobald du irgendwie TWRP drauf hast, soll es gehen. Interessant, hatte ich jetzt den Faden verloren. Genau, der neue Smartphone-Krieg ist ja nicht nur Kamera, sondern auch Bildschirmwiederholrate. Ne? Ich habe jetzt 120-Hertz-Display. 120-Hertz-Display ist keine Augenwischerei, es ist schön beim Scrollen und Lesen. Das stimmt wirklich. Das hilft extrem, die Augen zu entlasten, wenn du nachts liest und scrollst, das ist cool. Red Magic hat ja jetzt ja 144-Hertz-Display rausgebracht. Die tun sich ja dann mittlerweile auch schon wieder nach oben steigern, ne? Also ich persönlich kann zu den ganzen Herzzahlen nichts sagen, weil keiner meiner Monitore jemals macht irgendwie mehr als 60 Hertz irgendwo in irgendeiner Reihe, aber klar, kann natürlich sein. Ich habe mich jetzt halt allerdings dran gewöhnt auf, ich weiß gar nicht, was hat Note 9, ich glaube auch 60 Hertz nur, glaube ich, oder haben die das schon mehr? Ich glaube 60 noch. Aber an sich, ich persönlich finde, zum Lesen reicht das dicke aus und ich meine, die haben ja sowieso PWM-mäßig mit der Helligkeit ja noch das Ganze sowieso, was ja dann können wir jetzt ja drüber streiten, ob das nicht auch irgendwie ein bisschen an der Bildschirmwiederholrate fuschen ist dann. Aber ja, ich finde, man kann damit auch nachts super lesen mit 60 Hertz. Kann man auch. Das ist kein Problem. Ich finde, es ist ein nice to have, es ist kein Muss, aber natürlich müssen irgendwo die Specs herkommen. Ne? Jetzt kommen sie mit AI und Kamera. Das ist ja der Schwachsinn. Die nehmen die Kameras mit 108 Megapixel und dann fassen sie zu Subpixeln zusammen, weil es eh zu viel Bildrauschen hinzufügt. Wer sich damit auskennt, wie Kamera funktioniert, Noise und kleiner werden, also kleiner werden der einzelnen Pixel in den Kameramodulen. Deshalb sind ja Vollformat-Sensoren groß, weil je kleiner du das Ding machst, mit kleineren Abständen, desto mehr Rauschen bekommst du hinzu. Und das muss digital rausgerendert werden, was wieder falsche Schärfe und falsche Artefakte hinzufügt und das Bild wieder schlechter macht und bla bla bla. Ist eine Wissenschaft für sich, wird eh auf AI rauslaufen.
alles Software heutzutage. Es geht eigentlich nur darum, wer hat die bessere Software. Und jeder battelt sich dann mit Specs und Details. Ich persönlich bin ausgestiegen. Ich bin auch, ja, der Kanal heißt The Geek Freaks. Ich bin ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen vom Smartphone-Krieg. Ich bin ausgestiegen vom Hardware-Krieg. Ich bin vom CPU-Krieg ausgestiegen. Dafür habe ich Team-Member, die sich dafür interessieren. Der Dennis zum Beispiel. Aber mir ist das einfach zu blöd. Es ist nur noch eine Spec-Jagd hin oder her. Wenn ich was brauche, schaue ich mir was Solides an, suche mir den Preis-Leistungstipp. Und das war's. Ich muss jetzt nicht einzelnen Tuning-Super-Geräten, die 20.000 Euro kosten, hinterher laufen oder dem nächsten Handy, das 1.400 Euro kostet, nur weil es da ein paar Megapixel mehr hat. Im Endeffekt geht es darum, das beste Gerät, das du hast, ist das Gerät, das du bei dir führst oder mit dem du arbeitest. Das kommt immer auf den Nutzer an, was er damit macht. Machst du Fotos? Arbeitest du damit, bist du professionell am Laufen? Du brauchst einfach das Gerät, das vor dir ist und du musst es richtig nutzen. Es geht nicht darum, das beste Gear zu haben. Ist eine unpopuläre Meinung, weiß ich. Es geht nicht darum, die beste Gear zu haben. Ich habe hier Uralt-Gear am Laufen, die teilweise 15 Jahre alt ist. Es geht darum, wie du es effizient und richtig nutzt. Hans Zimmer mixt auf kleinen Drecksboxen. Ja, so. Und wir haben tatsächlich noch eine Sache, dass wenn wir nochmal so ein bisschen zu den Kastenroms zurück wollen. Also mit diesem ganzen AI-Chips und so weiter und proprietäres das und noch was rein und dieses Feature noch dazu, das macht es im Endeffekt einfach nur schwerer, dass du dafür im Endeffekt noch Custom-ROMs danach findest, die wirklich gut funktionieren und all deine Features noch weiter unterstützen, weil richtig, meistens sind sie dann weg. Schönen AI-Chip nicht mehr ansteuern. Oder so. Das ist richtig blöd, genau das ist richtig scheiße. Mit Kameras oder mit diesen hübschen, super tollen Gesichtsfiltern und dem Zeug. Irgendwelche Features werden immer nicht funktionieren, ob es Bluetooth ist oder was auch immer. Wearables ist ganz interessant. Entschuldigung, Einblick, weil ich es gerade gesehen habe. Ich sollte nicht zu konfus sein, übrigens themenrelevant. Aber ich habe es eingeworfen bekommen und es passt sehr gut zu diesem Thema, das wir hier haben. So. Interkompatibilität, das ist so eine Sache, die für mich persönlich zum Beispiel schwierig ist. Ökosysteme schaffen aus Finanzgier, wie Apple oder Samsung, finde ich ja ganz blöd. Das hier ist eine Smartphone-Watch, hier, ne? Eine Smartwatch von Fossil. Ja. Die hat Wear OS drauf, die habe ich mir geholt, weil ich dachte, die ist toll, aber die trage ich nicht. Warum trage ich die nicht? Einfach, die Dinger brauchen Akku. Ich wollte mir jetzt schon was löten, dass ich das Ding hier irgendwie mit so einem Strap ranmache. Das war mir bis jetzt alles zu dumm. Ich finde Wearables cool von der Theorie. Aber die Laufzeit ist so schrecklich, dass ich es zweimal am Tag laden muss, ohne dass ich WLAN an habe. Das kannst du in die Tonne kloppen. Ist vielleicht eine schöne Idee, ist aber Dreck. Weil ich gedacht habe, hey, ich habe wirklich so gedacht, so naiv, ich war so cool, ich will mal so ein Wearable haben. Ich wollte ja auch so Google Glass Zeug haben, Technik-Nerd. Und habe mir das Ding geholt, habe es auch optimiert, habe so viele Stromverbraucher ausgemacht, wie möglich war. Es läuft scheiße. Und es läuft auch in jeder Kombination mit jedem Handy scheiße. Die Leute kaufen es trotzdem, weil es innen ist und hip und toll und Bluetooth-Sensor und was auch immer. Aber ich will nicht mit meinen Geräten gebunden sein, sie dauernd laden zu müssen. Komfort ist mir wichtig. Weiß nicht. Bei diesen Geräten ist ja dann auch schon wieder Updaten und so weiter so. Ja. Unser Nachbarchen hat mich jetzt hier da mit seiner Smartwatch dann mal zugetextet, so, die er sich mal gekauft hatte vor einem Jahr ungefähr. Die meckert jetzt schon rum, dass die und die Apps nicht laufen und ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Hersteller. Das war aber auch eigentlich gar nicht mehr so ein billiges Ding. Aber Support. Das Ding hat keinen Support wirklich mehr da drauf. So, kriegt keine richtigen Updates mehr, kannst du auch nicht aktualisieren, hast auch keine Möglichkeiten, irgendwie was raufzuflashen oder so, weil dieser Android-Verschnitt da drauf halt auf nichts ausgelegt ist. Natürlich proprietärer Stecker dran. Es ist halt scheiße. Das ist geplante Obsoleszenz, sowas. Interessant, muss ich jetzt dazu sagen, viele Kommentare dazu. Erstmal, da sind die Leute natürlich wieder froh, dass sie Apple nutzen oder sagen, pass auf, ihr Gear S3 laden sie selten. Ja, es kommt ja darauf an, wie du es nutzt. Ich zum Beispiel möchte meine WhatsApp- und Discord-Nachrichten sehen. Die kommen als Push-Notification. Das braucht Akku. Wenn ich das Ding nutzen will, will ich es natürlich so nutzen, wie es für mich Sinn macht. Das heißt, ich will Notifications, ich will die Nachrichten haben, ich will hin und her arbeiten. Das frisst alles Akku, das updatet die ganze Zeit. Dann will ich natürlich auch das Display always on haben. Warum habe ich eine Uhr, wenn ich nicht jederzeit einfach schnell drauf gucken kann? Das heißt, ich will natürlich auch ein schönes Ziffernblatt haben und ich will das auch in Echtzeit sehen. Das ist kein Kompromiss, das ist in die Steinzeit zurück, wenn du das Ding erst aktivieren musst, wenn du es wieder ausmachen musst, wenn du Stromsparmodi brauchst. Wenn, dann will ich, dass es die ganze Zeit richtig funktioniert. Schade.
Und das macht vielleicht Apple manchmal besser, aber Apple ist da auch nicht so toll, was ihr Betriebssystem angeht, und die Frickelei gefällt mir auch nicht so gut. Aber Apple ist ja auch schon wieder so. Ich meine, die erste Apple Watch, die kriegt ja jetzt auch schon nicht mehr wirklich Updates, oder so war das nicht irgendwas, glaube ich. Ja, die ist auch schon. Da hätte ich auch schon was gehört, also, und ich meine, die sind bei der vierten Generation oder so, glaube ich. Ist lächerlich. Das heißt, ich kaufe mir für wie viele 100 Euro nochmal, können wir jetzt theoretisch gucken, kaufe ich mir eine Uhr und darf die nach 3 Jahren wegschmeißen, weil ich keine Updates mehr kriege für meine 8er tolle Smartwatch. An sich, da habe ich mir vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, für 100 Euro eine Fossil-Uhr gekauft und die läuft heute immer noch genauso. Die hat einmal eine neue Batterie gekriegt und das war die einzige neue Investition, die noch gekommen ist. Die Uhr geht immer. Wobei Apple supportet die sehr lang im Vergleich zu allen anderen. Das stimmt, das stimmt. Apple supportet auch die anderen Geräte, wie ich zum Beispiel gerade gelesen habe, das neue MacBook Air ist Hammer. Ist es und ist es auch gleichzeitig nicht. Warum flickerst du jetzt hier Display? Es ist, wenn ihr gerade sehen würdet, was für ein Epilepsieanfall mein Tablet bekommt. Das ist gerade interessant. Ah, der Akku ist leer. Ach, interessant, der Akku ist leer. Das heißt, zum Thema Laden und so. Naja, das heißt, ich kann immer umschalten. Das ist interessant. Ich lade das Ding gerade über den USB-Anschluss. Und der USB-Anschluss, ich schalte mal die Helligkeit runter, das dürfte reichen. Das ist interessant, der kriegt nicht genug Power zusammen, um mein Tablet zu befeuern. Egal. Okay. Das ist die nächste Obsoleszenz. Das Tablet ist vielleicht mal 6 Jahre alt oder 7. Ich habe Android 7.0 per Custom ROM noch gefunden und das war's. Das ist ein altes Galaxy 4 Tab. Reicht für Umschalten hier. MacBooks sind nie Hammer, egal was ist. Das tut mir leid, aber es sind nie Hammer. Habt ihr mal genug Videos darüber gesehen, wie es allein mit Retoure ist, wie es ist, mit Teilen auszutauschen? Mac Pro zum Beispiel, Stand-Up machen, Weser dran machen, Third-Party-Hersteller. Premiere Pro killt Lautsprecher auf Mac-Geräten. Ich bin einfach kein Apple-Freund. Ich bin vielleicht ein Freund, dass die Bedienung leicht ist, aber die haben ein System, das nicht dafür ausgelegt ist, volle Kontrolle über sein System zu haben, für Endnutzer und Leute, die ihren Horizont der Hinsicht nicht erweitern wollen. Okay, aber ich kann mich mit Apple nicht anfreunden und das kann ich schon sehr lange nicht, auch vor allem, weil sie mit ihrer Hardware Schmuh treiben. Ob das jetzt drin ist. Das Tastaturlayout bei Apple ist vollkommen auf dem Keks. Ich meine, hast du mal versucht, die App zu tippen, so normal? Ja. Mich stören halt einfach Misskonzeptionen, wie ein i9 in ein Notebook einbauen und dann wird der i9 gethrottelt, weil er zu warm wird und ist schlechter als der i7 aus der Vorgeneration. Das darf so einem Unternehmen nicht passieren und so ein schlechter Support wie er bei Apple ist, habe ich noch nie erlebt irgendwo. Die Geniuses, wie arrogant kann man sein, dass man die Leute, die in einem, also erstmal den Schuppen Genius Bar zu nennen, die dann Genius und Head Genius zu nennen, wie arrogant kann man sein? Das ist Software, die zugekauft wurde. Steve Jobs hat sie nicht mal selber gemacht, das ist immer noch Next. Das ist einfach nur weiterentwickeltes Next. Das ist so viel aufgebaut, auf so viel gestohlen und zusammengearbeitet und dann gesagt, wir sind so toll. Und dann verkaufen wir Rollen für über 1000 Euro. Keine Ahnung, dieses Unternehmen ist das, was in der Menschheit falsch ist. Jetzt werden alle deabonnieren, aber das ist genau die Unternehmenspolitik und der Aufbau ist das, was bei uns in der Menschheit falsch ist. Da mögen zwar gute Ansätze dabei sein, aber es ist Ausnutzen, es ist so viel Kommerz drin. Was Support hast du häufig in großen Firmen, dass es dann irgendwie eine Riesenscheiße gibt. Ich kann eine Riesengeschichte zum HP-Support erzählen mit meinem Laptop von jetzt Anfang des Jahres. HP weißt, und Dell sind auch... Dell habe ich auch schon mal nachgefragt vom PC. Die haben angeblich einfach nur die Seriennummer nicht gefunden. So habe ich ja keinen PC gehabt, der keine Seriennummer oder sowas hatte, die Dell gekannt hatte. So. Ja. Ey, das ist, ich liebe sowas. Ne? Wenn Wearables China-Dinger, ne, würde ich nicht unbedingt machen. Habe ich auch 3 hinten liegen, die ich noch nie gezeigt habe. Aber nein, da läuft Android 2.7 drauf. Fruit Reloaded. Wer hat 2-3 Jahre dasselbe Handy? Ich benutze das alles, bis es kaputt geht. Warum sollte ich mir was Neues holen, nur weil es was Besseres gibt, wenn mir das alte gut dient? Und die andere Frage ist, will ich was Neues haben, weil neu besser ist und ich einfach was Neues haben will oder weil ich unzufrieden mit dem Alten bin? Hat mir das Alte damals schon nicht gereicht? Oder will ich einfach mit dabei sein, dem Trend hinterherlaufen? Kaufe ich mir was Neues alle 3 Jahre als Handy und wiege ich dann ab, hey, da sind Rohstoffe drin, die der Erde dann fehlen. Das, was ich hier mache, ist eigentlich pfui. Jedes Handy, das ich benutze, ist eigentlich böse. Schadet den Kindern, die es herstellen und den Kindern, die es benutzen. Von Kindern für Kinder. Ja. Also die Frage ist, will ich absichtlich noch was schlimmer machen, nur weil ich cool sein will? Ist das cool?
Ist das jetzt eine Friday for Future? Sind die ganzen Kinder auf Nachhaltigkeit? Die Menschheit macht mich manchmal ziemlich wütend. Ich selber bin nicht immer besser, ich versuche es aber besser zu machen. Wenn ich es nicht hinbekomme bei manchen Sachen, weil ich halt doch jetzt hier zum Beispiel Marketing, hier Geek Freaks, dann versuche ich trotzdem einen Ausgleich zu schaffen, indem ich meine Sachen nachhaltig verwende. Ein Monitor hier drüben, hier Samsung Monitor, den habe ich seitdem ich 16 bin, der dient mir immer noch. Kein neuer Monitor. Ist nicht kaputt, also brauche ich auch keinen neuen. Die Kamera da hinten, die PXW, die habe ich seit 5 Jahren nicht kaputt, also brauche ich keine neue Kamera. Und wenn ich etwas habe, dann verkaufe ich's und davon kaufe ich mir wieder was Gebrauchtes. Das mache ich eigentlich immer. Außer jetzt ausnahmsweise bei diesem Handy. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich wollte mal was Neues und ich wollte auch dazu mal ein interessantes Review machen. Deswegen erfüllt es wieder einen Zweck und ist nicht egoistisch. Und damit versuche ich da auch wieder den Loop zu schließen. Wenn wir alle ein bisschen mehr sparen würden, müssten wir auch nicht ein Drittel aller Lebensmittel jedes Jahr wegschmeißen. Also, wir haben Armut und Hunger, aber auf der anderen Seite schmeißen wir ein Drittel aller Lebensmittel weg, die jeden ernähren würden. Unser System ist broken. Das ist so broken wie Windows 98. Wann Windows 98 kam Word raus. Ne? Das neue, das Neustyle-Word. Und hast dieses du gegen Windows 98? Ja, warte, pass auf, das ist interessant. Anstatt die Probleme in Windows 98 Word zu lösen, die Bugs haben sie Workarounds geschrieben. Und aus diesem Grund lief das Word auf keinem Gerät unter 900 MHz. Das ist für diese Zeit, okay, das würde ich allen nichts mehr sagen. Aber einfach nur, weil man ein Problem nicht lösen will, macht man ein Workaround. Und ja, genauso schlimm ist es. Mal nachgucken, wie viel mein Pentium 3 getaktet hatte, aber... Ich glaube, das war nicht mehr als 900 MHz. Bei Xiaomi lohnt es sich nicht unbedingt zu reparieren. Denkst du, du kaufst dir ein Display recht günstig bei AliExpress. Da kostet ein Display 30, 40 Euro. Die kriegst du wirklich und dann kannst du es dir selber reinmachen. Selbst mit Kleben und allem. Xiaomi ist super günstig. Das ist eher dann sowas, wenn du zum Beispiel so ein Samsung-Gerät kaufst und dafür dann Screen kaufen musst mit diesem Curved Edge und so weiter. Kostet das dann mal 200 noch was für so einen, fast 300 für so einen neuen Screen. Das ist schon heavy. Jetzt gehen wir mal zum letzten ranzigen Hate für heute. Frage kam nach der Käsereibe, ne? Und die Käsereibe. Ihr wisst doch, dass jede große Zivilisation hat irgendwann den Zenit der Dekadenz erreicht. Und dann sind sie zerstört worden, ne? Und wir haben den Dekadenzpunkt erreicht, an dem eine Alu-Käsereibe für über 20.000 Euro rauskommt. Und das ist noch einmal die richtig nützliche Variante. Für Menschen, die nichts anderes haben, als anzugeben mit ihrem materiellen Wert, der eigentlich belanglos und nutzlos ist und in ein paar Jahren sowieso obsolet. Also ich weiß gar nicht, wieso man auf... Das ist ungefähr wie mit diesen tollen Rolex-Uhren. Das kann auch nichts anderes als Zeit anzeigen. Und die ist begrenzt und für jeden gleich. Ich meine, ihr kennt dieses schöne Meme von dem wahrscheinlich leicht körperlich eingeschränkten Personen, die einfach nur... Mehr habe ich nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Vielleicht bin ich da komisch, aber... Pff, schrecklich. Es ist einfach schrecklich. Technik ist mittlerweile ein sehr, sehr schreckliches Gebiet geworden und ich liebe es, über Technik zu reden und bin gleichzeitig angewidert. Und das häufiger, als mir lieb ist, zuzugeben. Ja gut, aber ich meine, wir haben ja hier ein Format, wo wir uns über so etwas, wo wir unsere Hassliebe ausleben können. Ja, aber es wird kaum jemanden so ins Bewusstsein kommen. Den meisten Leuten, die konsumieren, geht es auch nicht so. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, etwas zu erstellen, also auf der Erstellerseite und sich damit... weiß auch nicht, keine Ahnung. Manchmal fehlt mir da die Computing-Kapazität, um dem Ganzen nachzugehen. Wir produzieren so viele Dinge und haben alle keinen Überblick mehr über die Dinge, die wir eigentlich haben. Und jeder versucht, sich eine Meinung zu bilden und erzeugen dadurch so ein Subkontinuum, in dem sich die Leute dann aufhalten, um noch mehr zu konsumieren. Gefällt mir nicht. Deshalb bringe ich auch immer viel mit Tweaks und Tipps und Tricks und wie kann man alte Sachen noch verwerten und neue Sachen und ist ein wenig interessanter gestalten für Menschen, die halt nicht einfach nur blind konsumieren. Finde ich irgendwie traurig. Weiß nicht, keine Ahnung. Ich will nicht so ein Depri schieben, aber manchmal nimmt mich das mit, vor allem wenn ich die Nachrichten lese, was überhaupt ein Fehler ist. Lest nie die Nachrichten, da kommt nie was Gutes. Es kommt nie was Gutes.
Gut. Habt ihr noch was zu dem Thema, meine Freunde? Du meinst jetzt so zu dem Thema ständig alles neu anschaffen? Ich meine, das ist Smartphone. Aber, glaube ich, was? Smartphone. Ja. Genau. Smartphone gerade so ist ja, glaube ich, aber auch so dieses neue Anschaffen-Politik ist, glaube ich, auch ein bisschen auch eingeführt worden durch diese Handyverträge von wegen kauf dir für 2 Jahre und fährst die 2 Jahre direkt das aktuellste Smartphone. Mhm. Taktikalnik, toller Name. Soundkarte sinnvoll. Haben wir im Thema vorher geklärt, Soundkarte eigentlich nicht sinnvoll. Wenn du was Gutes haben willst, holst du dir einen Kopfhörerverstärker oder ein Audio-Interface oder was Dediziertes. Aber so eine Soundkarte im Rechner heutzutage ist eigentlich... Ne, nimm lieber was USB-betriebenes, DAC-mäßiges, das kannst du überall mit hinnehmen. Qualität wird den meisten Leuten da eh nicht so auffallen. Ja. Wobei es gibt auch einen Fall, der mir einfällt, wo tatsächlich eine Soundkarte, wenn du das Ding für Audio benutzen willst, wirklich Pflicht ist. Ein Raspberry Pi, wenn du den irgendwie andersweise für Audio nutzen willst, ohne eine USB-Soundkarte, ja, das kommst du nicht aus. Ja, die Dinge sind schön. Also da aber reicht auch so ein Logi-Link-Ding, wie du das schon vorhin in die Kamera gehalten hast. Kleiner Ausschwank. Wir haben noch eine Frage und dann geht es schon zum nächsten Thema und da bin ich schon ziemlich aufgeregt, passt auf. Also, Frage beantwortet, welche Kamera empfehle ich? Diese hier. Das ist eine alte Logitech 930E. Die sieht gut aus, die kann Full HD, die reicht zum Streamen absolut. Ist besser als die Brio, die ist nämlich blöd. Die geht auch nicht richtig. Die empfehle ich zum Streamen auf jeden Fall. Die kostet nicht mehr viel, die kostet vielleicht nur 50, 60 Euro, hat aber ein tolles Bild. Schöne Farbe, schöne Dynamik und das ist eigentlich gut. So. Was ihr ansonsten alternativ auch für Kameras machen könnt, wenn ihr tatsächlich einer von den Menschen seid, die aus irgendwelchen Gründen noch ein altes Handy rumliegen haben, sei es eins mit einem irgendwie Bildschirm, das am Rumflackern ist etc., wie ich das jetzt hier gemacht habe, dann könnt ihr das Ding einfach als Webcam nutzen. Ihr könnt da zum Beispiel eine Software wie DroidCam und so weiter draufschmeißen, das Ganze auch auf dem PC installieren und einfach per USB müsst ihr kurz mit Android Debug Bridge, ist da alles dokumentiert, ist ziemlich eingerichtet in 10 Minuten, habt ihr quasi eine kostenlose Webcam, die gar nicht mal so schlecht ist. Zervanturio, ich wollte gerade darauf eingehen, ich habe das Nexus 6 hier selber noch liegen. Leider ist der Akku mal wieder tot. Ich müsste es austauschen als Tipp-Handy für Touchpad, aber ich finde es immer noch großartig. Dieses Handy hat mich zu OLEDs gebracht. Ja, für Zeit Geld tauschen kann vielleicht. Mit Verträgen kenne ich mich leider nicht aus, der Akte. Ich benutze immer noch Prepaid, weil ich Verträgen nicht traue. Ja gut, ich habe mir jetzt mittlerweile für das Handyvertrag, nachdem ich aus so einem totalen Scam-Vertrag raus bin, so von der Babytel, nicht empfehlen kann mit dem Vodafone-Netz. Das ist wahrscheinlich ein zweiter Faktor gewesen, dass hier ziemlich kacke ist in dem Bereich hier, wo ich wohne. Mhm. Aber tut das einfach nicht, da hat man einen Haufen Ärger mit. Habe mir jetzt einen richtig billigen Vertrag einfach nur geholt, den ich monatlich kündigen kann, wenn ich will, und das ist fast genauso gut wie Prepaid. Das klingt doch auch gut. Das ist dann so für mich, also an sich investiert lieber ein bisschen Suche, dass ihr euch irgendwas günstiges, monatliches dann holt, anstatt dass irgendwie 2 Jahresverträge da besorgt oder so, die danach 2 Jahren so und so viel teuer sind. Hat er absolut recht. Ich mache jetzt eine schöne Überleitung, ihr werdet die Jungs mal kurz nicht hören, und zwar geht es jetzt zum nächsten Thema. Willkommen beim nächsten Thema, das The Geek Freaks Forum. Ich kündige mal etwas an, da könnt ihr euch jetzt meinen Link angucken, da wird der Moritz sich jetzt... Jetzt wird's verrückt, passt auf, jetzt wird's richtig schnell werden. Also thegeekfreaks.de, die Seite kennt ihr ja mittlerweile schon, unsere Homepage. Und wir haben jetzt einen Forum-Tab. Und in diesem Forum werden jetzt ganz viele tolle neue Artikel, Seiten und so weiter auftauchen, womit ihr euch austauschen könnt. Es gibt einen Teamspeak-Server, der ist hier auch verlinkt. Ja, ihr seht, Teamspeak ist auf der Seite da. Wir haben ein Spendenziel, um das Forum am Leben zu erhalten. Wir haben ganz viele Links. Wir haben auch Links zu Twitch, Discord und so weiter. Und natürlich auch eine Neuankündigung zu unseren Game-Servern. Also wer Bock hat, wer Q&As und so weiter haben will, der kann ab jetzt sich bei uns im Forum austoben, nicht nur in Discord. Jetzt werden wahrscheinlich die Anmeldungen explodieren. Ich hoffe mal. Ich hoffe es auch. Da drin findet ihr auch dann zu den meisten Themen gute Kommentare und Beiträge. Und wir versuchen auch, das so aktuell wie möglich zu halten. Ihr könnt euch mit uns im DeepSpeak austauschen, wenn wir denn mal da sind. Ich werde wahrscheinlich selten da sein, weil ich immer viel zu tun habe.
Viele Leute bleiben auch bei Discord, da sind wir natürlich auch weiterhin aktiv. Das Forum ist hauptsächlich dazu da, um viele Fragen zu beantworten, um euch auszutauschen, um euch über Games auszutauschen. Wir haben natürlich Game-Server aufgesetzt oder setzen im Moment viele Game-Server auf mit Events und Spielereien und ganz viele tolle Sachen. Da werden die anderen zwar jetzt gleich viel dazu erzählen. Und wir hoffen, dass wir euch da auch mal sehen und dass ihr vielleicht mitmachen wollt. Und ihr könnt es auch gern weiter sagen. Wir versuchen da ein bisschen eine aktive Community aufzubauen. Und los geht's, Jungs. Haut mal was raus zu. Ja, können wir theoretisch machen. Willst du nicht noch kurz auf die Fragen, die noch im Chat währenddessen aufgeploppt sind, eingehen, noch theoretisch so hier? Ja, du musst es ja schneiden, also. Ja, das ist jetzt schon organisierter als alles, was davor kam. Okay, warum ich Verträgen nicht vertraue, ist, weil in Verträgen sind Spam und Scam-Nummern nicht abgeschalten. Ein Kumpel von mir, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, hatte Probleme damit, dass zum Beispiel Inkassounternehmen ihn angerufen haben, seine Telefonnummer irgendwo durchgeschliffen wurde, jemand angerufen hat auf Rückrufen, dann war eine teure Prepaid-Nummer drauf und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, automatisch abzuzocken, auch über Games und In-App-Käufe und so weiter. Da muss man viel einstellen, viel machen. Es gab viel Betrügereien hin und her. Ich hatte auch mal mit diesen Standardverträgen, bin ich aus der Kündigung nicht rausgekommen und so weiter. Verträge sind meines Erachtens heutzutage sehr viel Mist. Ich zum Beispiel nutze blau.de. Und was habe ich bei blau.de? Eine Prepaid-SIM-Karte. In der Prepaid-SIM-Karte habe ich theoretisch einen Vertrag gebucht. Jetzt passt auf, dieser Vertrag kündigt sich automatisch, wenn kein Geld auf der Prepaid drauf ist. Ich habe einen Dauerauftrag, dass da Geld drüber geschaufelt wird. Das würde sich automatisch monatlich kündigen. Jetzt habe ich aber gesagt, pass auf, ich will da weg und habe bei blau.de angerufen und gesagt, pass auf, ist mir zu teuer, ich will da weg. Ja, warum wollen Sie denn weg? Ja, weil ich halt weg will. Okay, dann haben sie ein paar Mal angerufen, immer wieder, warum wollen Sie weg? Habe ich gesagt, weil ich halt weg will. Und dann haben sie mir angerufen, pass auf, bleib. Du kriegst eine SMS-Flat, du kriegst eine Telefon-Flat, du kriegst eine Auslands-Handy-Flat. Alles flat, super flat und 140 Minuten telefonieren und 4 GB Datenvolumen, so viel brauche ich nie. Und das Ganze kriegst du mit 2x10 Euro Rabatt. Da ich gesagt, was? Also pass auf, also ich zahle anstatt 25 Euro jetzt 5 Euro monatlich und habe 1 Gigabyte mehr Internet. Okay. Und das einfach, dass ich über Prepaid, das heißt, ich zahle 5 Euro Prepaid jetzt im Monat und habe dafür alles flat. Das ist so lächerlich und es ist so großartig. Und deswegen, ich brauche keinen solchen Vertrag. Selbst wenn ich diese 5 Euro monatlich nicht auf mein Prepaid buchen würde, würde einfach alles pausieren. Und das finde ich eine sehr schöne Lösung. Einfach deswegen. Ah, jetzt kommt auch gar nicht mal so schlecht die Lösung an sich. So, ich jetzt zu meinem Handyvertrag ist genauso, was ich so hatte, aber ich bin halt dann komplett weggegangen. Das war so schon wegen so mit gekündigt, das war allein schon so ein Akt für sich, so mit dann konnte man nur per Post kündigen irgendwie aus irgendeinem Grund und dann musste man tatsächlich, haben wir ein Einschreiben mit Rückschein gemacht, damit er auch wirklich verifiziert ist, dass es angekommen ist und uns jemand dazu gesucht, der das bestätigt haben konnte, dann, dass das tatsächlich dann die Kündigung da drin war und nicht irgendwie hieß von wegen, ist nur ein leeres Blatt angekommen, müsste übrigens tatsächlich auch aufpassen, wenn er das machen müsste. Die können auch behaupten, da war einfach ein leeres Blatt drin, wenn er das macht. Das ist an sich noch kein Beweis, dass er da einen Rückschein kriegt. Aber trotzdem daraufhin, die Monate erstmal noch, nachts um 5 haben die teilweise noch irgendwelche Anrufe gemacht, von deren Hotline aus irgendwie da so, die da gekommen sind. Und das ist auch mehrfach dann in Internetforen noch aufgekommen, dass nicht nur ich das Problem habe, dass ich nach der Kündigung und nachts um 5 angerufen wurde. Ja, das ist schrecklich. So. Solche Anbieter habe ich auch geblockt. Es kam jetzt zum Beispiel Fragen, SMS-Flat. Ja, SMS-Flat im Jahre 2020, weil der Netzausbau in Deutschland ist Käse. Ich selber habe Freunde hier in der Umgebung, die haben kein LTE, die haben kein GPRS, die haben das unterste GSM. Da kannst du kein WhatsApp schicken, weil die WhatsApp nicht ankommen. Da kommunizierst du noch mit SMS. Wenn ich die besuche und will jemanden schreiben, schreibe ich eine SMS. Weil alles andere nicht geht, kein Netz. Das gibt es in Deutschland sogar noch recht häufig. Deswegen vertraue ich immer noch den alten SMS-GSM-Standard. Ist leider so, weil wir so hinterher sind mittlerweile. Und manchmal ist man auf Backups und niedrige Dinge angewiesen. Ist jetzt der Meinung, dass 5G dieses ändern würde? Nein. 5G ist... 5G ist einfach nur ein fancy Begriff für kurze Wellenlänge. Ich baue 1 Million Masten.
Das wäre auch an sich nicht mal nötig, weil die müssten nur die Bandbreite und den Durchsatz pro Zelle erhöhen. Das kostet aber Geld und das will keiner machen, also versuchen sie ein neues Marketing-Spielerei. Was, Sebi, dankeschön. Mensch, schon wieder 25 Euro, ich war blöd. Ich war blöd, dankeschön, ich kriege schon beim ersten Stream die Stromrechnung dicht. Was ist denn mit euch los? Danke. Das Witzige ist tatsächlich bei 5G, die nutzen gar nicht mal unbedingt neuere Frequenzen zwingend und nicht unbedingt höhere Frequenzen. Das ist ja wirklich ein sehr breites Spektrum, das die damit machen wollen. Aber die machen ja auch noch so im 700 Megahertz Bereich und so weiter dann für Langstrecke dann in dem Fall, dass sie dann besonders weit kommen. Das ist nichts anderes als das, was wir jetzt schon zum Teil in Betrieb haben. Nur dann irgendwann kommen die Masten sich selber dann in die Quere. Das heißt, irgendwelche Techniken müssen wir dafür wieder abschaffen. Und damit sind wir wieder beim Punkt geplante Obsoleszenz. Dann fliegen ganz viele alte Handys mehr oder weniger aus dem Netz. So. Interessant. Freefunk, ja, habe ich auch schon gelesen, hat aber auch seine Drawbacks. Im Moment geht es bei 5G nur darum, die Pingzeit zu reduzieren. Ihr bekommt nicht mehr, mehr Durchsatz, nur einen geringeren Ping. Wer braucht das schon am Handy? Ist egal, also so viele Online-Gamer unterwegs, die werden das... Es ist auch wieder einfach nur ein tolles Feature ankündigen und die meisten Leute brauchen es so in der Art gar nicht und es wird ganz anders benutzt, als die Leute denken, aber es fällt keinem auf und haha, wir machen Reibach. Aber wir müssen jetzt mal Themenwechsel betreiben. Klar, ja? Also eine Sache sage ich jetzt noch zu Freenet Funk, das ist tatsächlich gar nicht mal wirklich unlimited. Ihr habt zwar so weit unlimited, dass ihr, bis ihr von denen gekündigt werdet, so viel ziehen könnt, wie ihr wollt. Aber an sich, wenn ihr natürlich zu viel zieht, als dass es sich für die rechnen würde, euch lange noch im Netz zu halten, ihr könnt das täglich kündigen, aber das Recht gilt auch für den Anbieter. Der kann das Vertragsverhältnis genauso auflösen mit genau derselben Kündigungsfrist. Das heißt, die können euch auch quasi alle 24 Stunden einfach den Saft dann abdrehen, wenn die wollen. Also das müsst ihr im Auge behalten, wenn ihr euch so einen 99 Cent am Tag Vertrag holt. Witzig, die schalten 3G um. Ja, das stimmt, aber manche Leute haben doch keine Geräte, die was Höheres wie 3G können. Und in Dörfern draußen und so weiter ist teilweise 3G noch nötig, weil die haben Modems, über die beziehen die jetzt LTE-Internet zum Beispiel, die brauchen das 3G auch. Oder da geht teilweise gar nichts, weil sie hinter verschiedenen Bäumen oder Tälern, das ist Schwachsinn, die schalten um und die Leute haben kein Netz mehr. Ja, das war ja genau das, was ich gerade angesprochen habe, dass die Frequenzen einfach auch in dem Band, in dem wir jetzt schon vertreten sind, ich bin eigentlich immer noch der Meinung, wenn wir flächendeckendes 3G vernünftig für alle ausbauen würden, wird das den meisten reichen. Weil, seid ihr mal ganz ehrlich, wie viel ladet ihr mit dem Smartphone runter eigentlich? Dass ihr keine da Terabytes. Machen müsst. Ich meine, 20 Megabits reichen für ein Surfen mit dem Smartphone komplett aus. Eigentlich ja. So, gehen wir jetzt mal rüber. Also Jungs, ich zeig's nochmal. Forum, wir haben jetzt ein tolles, tolles, tolles Forum. Hier könnt ihr sehen. Ja, das kannst du schon mal machen. Also, The Geek Freaks Forum. Hier könnt ihr natürlich euch für den Teamspeak anmelden. Ihr könnt sehen, wer ist online. Ihr seht den Teamspeak-Chat auch aktuell. Ihr seht die IP-Adresse. Ihr könnt reinjoinen. Ihr könnt zur Hauptseite rüber verlinken. Hier, die lädt natürlich auch. Zack, zack. Und darauf zeige ich euch später auch noch ein paar tolle Sachen. Aber jetzt geht's mal ums Forum. Wir haben Artikel, wir haben Posts, wir haben ganz viele neue Sachen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das auch bestückt und natürlich mit rüberkommt und euch anmeldet. Da werdet ihr auch noch ein paar Überraschungen finden und zu Gewinnspielen, die ich dann baue nach und nach, auch mit den Game-Servern. Aber ich lasse erst die anderen zweimal reden. Was haben wir am Start? Moritz, möchtest du das sagen? Ein Forum. Ja, quasi ein Platz für die Community zum Austauschen, zu Fragen stellen. Vielleicht irgendwas vorstellen, was Neues, was andere wissen sollten. Ja. Ich gehe es mal kurz durch, ne, dass ich es euch auch schnell zeigen kann. Dann können sich die anderen zwei auch mal überlegen, was wir noch ein bisschen erzählen wollen. Wir haben jetzt schon mal einen Minecraft-Server. Moritz und Lukas basteln da extrem aktiv dran. Und da wird es auch dann einen Hub geben und witzige, schöne Sachen. Wenn jemand den Link zum Forum haben will, ich werde ihn schnell posten. So. Die Leute hören dich nicht, warte, rüber. Wenn ich nämlich auf diesen Teilen bin, werdet ihr leider noch nicht gehört. Jetzt kannst du. Alles klar, nee, ich wollte nur ein bisschen die Stille füllen. Wir haben ja Minecraft-Service erstmal so als Beginn erstmal so angedacht, so für Sachen. Wir machen wahrscheinlich auch noch mehr Game-Server, nachdem was sich gewünscht wird und so weiter. Minecraft wurde halt ein paar Mal auch gewünscht, so. Also haben wir da schon mal angefangen. Und da sind wir mittlerweile auch tatsächlich dran, dass wir dann theoretisch könnten wir eine Beta schon jetzt live hier im Stream eröffnen. Werden wir aber wahrscheinlich im nächsten Stream machen, dass wir ein Community-Event draus machen. Und ich habe mit den anderen zwei schon mal gequatscht. Ich habe noch eine Uraltwelt von mir, die wollte ich auch integrieren und wollte da eine Schnitzeljagd auf dieser alten Welt machen.
das wird es auch geben. Ich hoffe, ihr seid da mit dabei und wir gehen jetzt nochmal rüber. So, gehen wir mal rüber. Also wir haben natürlich, ihr könnt gucken, was wir auf jeden Fall angedacht haben. Ark, Arma, Battlefield, CSGO, GTA, Rust, Tom Clancy, Rainbow Six Siege und andere Sachen. Wenn ihr Bock habt, postet was, startet Requests. Ich werde zum Beispiel hier vertreten sein, weil ich nicht viel außer Rust und CSGO zocke. Ist leider so, ich habe auch keine Zeit. Wir haben die Talks, die wir auch im Discord schon hatten, aber diesmal halt als schöne Threads und Themenbeiträge, ihr könnt sie durchgucken. Wir haben Social Media, wir haben Forum, Webseite, Support, Teamspeak, Discord, Off-Topics. Wir haben alles Mögliche, also meldet euch an, kommt mit rüber. Wir haben schon 5 Mitglieder, das ist schön. 2 Besucher schon online. Ist auf jeden Fall cool. Wir haben 32 Slots im Teamspeak und wir versuchen dann natürlich ein bisschen was aufzumachen. Der Moritz kann noch ein paar Sachen beantworten. Dass es irgendwas mit Codieren auf deinem Unreal-Server nicht stimmt, beziehungsweise du aktuell über NDI streamst. Natürlich streame ich über NDI über viele Sachen. Wartet mal. Bob, falls ihr das seht, hier, ich gehe mal rüber. Wartet, hier so. Ich betreibe Doppel-Restream. Ich gehe von meinem Rechner auf die VM und die VM streamt hier rein und das streamt darüber. Wenn irgendwo Probleme oder Delays da sind, müsst ihr mir sagen, wo. Ich hoffe, die sind nicht zu gravierend. Gehen wir mal wieder zurück. Ich muss noch kurz was anmerken. Ja. An alle, die sich registriert haben, sie dürfen sich neu registrieren. Was? Okay. Hey, ich habe Kacke gebaut. Live. Ist live, es wurden keine Bestätigungsmails versandt. Hm. Weil ich bestätige einfach jetzt alle. Mhm. Ihr müsst euch nicht nur registrieren. Ab jetzt, mach das, aber sollte mach alles das. Genau. Gut. So, bleibt der Discord bestehen. Natürlich bleibt der Discord bestehen. Der ist ja auch schon mit integriert ins Forum. Genau, so das Forum soll jetzt den Discord nicht ersetzen. Es ist halt eher eine Ergänzung, wo tatsächlich mal was geordnet sein kann, was eine ordentliche Timeline hat und zurückgehen kann auch dann. Wo ihr dann tatsächlich auch ein bisschen gezielter euch unterhalten könnt in den Threads. Thomas Käsmeier hat doch schnell was angemerkt zu Unreal. Ich werde es ganz schnell beantworten. Er muss ein Monitor angeschlossen werden, um mit der Graka eine VM auszugeben. AnyDisk oder Splashtop. Ja, es muss ein Fake-Monitor erkannt werden. Das heißt aber nicht, dass ein Monitor dran sein muss. Ihr könntet theoretisch auch einfach einen Splitter oder eine Recording-Karte anstecken. Auf jeden Fall muss er einfach sagen, da ist eine Endstelle vorhanden, dass eine Bildschirmauflösung generiert werden kann. Du kannst auch einen virtuellen Monitor generieren mit einem anderen Programm, aber das würde jetzt zu lang ausschweifen. Anstatt sich jetzt Splitter oder sowas zu kaufen für sowas, es gibt so einen einfachen Dummy-Stecker für HDMI und so weiter, die kann man da reinstecken, dann könnte dann Monitor drauf festlegen, wenn er sowas noch braucht. Mhm. Die kosten, ich glaube, ein paar Euro oder so, die kriegt man dann beim Chinesen um die Ecke oder wenn man so ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte bei eBay und so weiter. Also ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze gefällt und dass ihr da euch ein bisschen austobt. Sagt auch schön weiter. Wir freuen uns natürlich darum, wenn die Community immer größer wird und wir uns da schön austauschen können. Nicht nur in Bezug auf Livestreams, upcoming Videoprojekte, sondern auch auf Game-Servern uns da treffen und Community-Events starten. Wäre natürlich eine schöne Sache. Dann könnten wir auch in unsere Livestreams wöchentlich, wenn das Thema Unreal abgeflacht ist, auch mal ein bisschen Gaming mit einbauen, falls ihr Bock habt. Diese Gaming-Sachen, wenn Gaming gestreamt wird oder über die Game-Server, wird alles auf dem Zweitkanal landen. Da werden wir dann auch live gehen mit Gaming-Sachen. Den Hauptkanal will ich davon relativ clean halten, weil das natürlich eine Community-Sache ist und das sollte dann auch im kleineren Rahmen natürlich stattfinden, dass ich auch auf die Leute eingehen kann. Vielleicht sollten wir dafür einen Gaming-Kanal eröffnen. Genau. Man kann mit Teamspeak auf unseren, der läuft ja wahrscheinlich auf TS3, man sollte normalerweise... Ja, ihr könnt mit TS5 Teamspeak 5 auch. Geht auch, ist alles kompatibel. Ist kein Problem, ist interkompatibel, ja. Also alles, womit ihr mit der neuesten TS3-Server-Version draufkommt, dann könnt ihr auch auf den... Richtig. Segurge, ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wo das Delay herkommt. Wir haben nämlich immer eine Delay-Verzögerung. Ich zum Beispiel habe auf meinem Stream hier ein Delay von minus 350 Millisekunden, dass ich lippensynchron bin. Bin ich theoretisch, aber das Delay variiert. Ich weiß nicht warum. Dann geht es rüber zum anderen Rechner, wo eigentlich alles schon embedded ist, weil NDI ist ja embedded. Ich werde jetzt versuchen, das Ganze noch mal ein bisschen tighter zu machen. Ich hoffe, das funktioniert. Und stelle das ein, dass es über Netzwerk gesynkt wird. Jetzt dürfte kein einziges NDI-Problem auftreten, weil alles Netzwerk gesynkt ist. Ich kann euch aber nicht sagen, warum immer der Ton hin und her wandert. Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe, die eigentlich nicht sein dürfte, weil die Sachen ja baked in sind. Ich hoffe, jetzt bin ich halbwegs lippensynchron. Technik.
Ich versuche, also am Anfang ist das Delay immer null und dann wird es schlimmer mit der Zeit. Und ich kann aber auch nicht genau ausdivergieren, warum das Ganze so ist. So, nochmal zurück zum Teamspeak. Ihr könnt euch da einfach reinloggen und könnt dann mit den Leuten quatschen. Bitte seid freundlich, genauso wie im Forum, sonst müssen wir natürlich auch rigoros löschen und das Ganze durchziehen. Wir haben auch schon sehr viele unfreundliche Leute auf YouTube in den Kommentaren und manchmal spammen Leute im Discord. Wir haben nicht genug Leute und Moderatoren, um alles zu überwachen. Deswegen überwacht euch auch ein bisschen gegenseitig. Wir wollen eine freundliche, offene Community sein und bleiben und auch so natürlich weiter existieren und uns vergrößern. Deswegen, wenn ihr da alle mitmacht, dann wird das auch klappen und wir können auch Stück für Stück uns ein bisschen vergrößern. Ja, was haben wir noch? Riolu, wenn ich Unreal installiert habe auf meinem Haupt-PC, gibt es dann eine Möglichkeit, direkt am PC selbst meine WinVM 10 zu starten, ohne zweiten PC-Laptop? Ja, natürlich. Du musst nur die Grafikkarte durchschleifen über Pass-Through. Das habe ich schon mal erklärt im Windows 10-Video. Die Leute verstehen immer nicht, wenn ihr auf einem Rechner Unreal habt, könnt ihr die VM durchschleifen an die HDMI-Grafikkarte und dann könnt ihr in dieser VM Unreal im Browser aufmachen. Ihr braucht keinen zweiten PC, man braucht nur einen PC. So, jetzt gibt es natürlich Fragen an den Moritz. Ja. Wo wird der Minecraft-Server gehostet? Der wird momentan bei Netcafé gehostet, wird dann aber bald auf einen dedizierten Server geschoben. Alles klar. Der wird von meinen Servern gehostet. Super. Jetzt hat Seegucke noch eine Frage. Wie hast du eigentlich das so eingestellt, dass du über SFP-Plus-Karte via NDI streamst? Nutze selbst deine SFP-Karte auf meinem Game-PC und Unreal, an beiden auch normal via Ethernet. Ja, ich habe die SFP-Plus-Karte als ganz normale Netzwerkkarte für meinen Rechner und beiden Rechnern über einen Switch, weil ich habe einen SFP-Plus-Switch und das ist eine ganz normale 10 GB Ethernet-Karte und die wird als Netzwerkkarte erkannt und ich habe auf allen Geräten NDI installiert, OBS-NDI-Plugin, überall die anderen NDI-Plugins drin und dann schicke ich über NDI alles hin und her. Mehr braucht man gar nicht. Es gibt ja NDI-Tools von NewTek selbst und OBS-Plugin und VLC-Plugin und damit kann man ja alles über NDI überall hinschicken. Gut, gibt es noch Fragen an die Herren da oben zu Forum, Game-Servern oder anderen Sachen? Jetzt habt ihr noch Zeit, ich gebe euch noch insgesamt 3 Minuten dafür, dann gehen wir in die Pause und wechseln zu unseren anderen Themen. Wir haben nämlich noch ein paar am Laufen, Magic Mirror, Unraid, Parsec und PC-Sicherheit. Mal schauen, wie viel davon wir heute schaffen. So, kann man Discord optimieren hinsichtlich des Internetverbrauchs? Nein, kannst du nicht. Du kannst nur versuchen, deinen eigenen Traffic zu optimieren. CFOS Speed für PC empfehle ich da mal. Das ist eine Komprimierung für den Datentraffic, aber sonst fällt mir nichts ein. Discord an sich ist doch schon mit sehr geringem Traffic ausgestattet schon. Also ich meine, die machen echt geringe Bitraten, was die übertragen. Es gibt natürlich noch Leute, die noch weniger Bitrate haben, deswegen verständlich. Übrigens, wer es noch nicht weiß, wir haben sogar einen RSS-Feed. Hier oben, das sieht man jetzt super scheiße, wahrscheinlich. Hier, zack, gibt es ein RSS-Feed im Forum. Da wird auch einiges an Nachrichten dann reinflutschen, wenn ich es so habe, wie ich es mir denke. Wie wenn es der Moritz so eingestellt hat. Wird noch kommen, ja. Finde ich gut, weil dann bleiben die Leute natürlich auch auf dem Laufenden. Das wäre natürlich schön und es wäre natürlich auch schön, über den RSS-Feed dann auch mal Technik-Nachrichten herauszupushen. Aber das ist eine Zukunftsmusik, was ich schon mal haben wollte auf unserer Homepage. Da muss man nur aufpassen mit Abmahnungen und Reposten von Nachrichten. Deutsches Recht, schwieriges Recht. So, wir haben schon 6 Mitglieder. Hey! Wir haben schon 11. Echt? Ich habe noch nicht aktualisiert. Nee, 6 Mitglieder. 11 sind im Forum. 7 Mitglieder, 13 Besucher. Ah, ja, da passiert ja schon was. Voila. By the way, joint mal auf den Discord-Server. Bei 1000 Mitgliedern wird es ein Giveaway geben. Das stimmt. Ach ja, wir haben ja hier auch im Stream ein Giveaway, ne? Noch nicht vergessen. Ihr könnt mal nachschauen. Ich habe ein bisschen was gelauert, wenn ihr teilnehmen wollt, ne? Könnt ihr immer noch am jetzigen aktuellen Giveaway teilnehmen. Ihr könnt gewinnen ein 2600K mit 32 GB RAM und Mainboard. Ich hoffe, das funktioniert gerade. Er reagiert gerade nicht auf meinen Giveaway. Komm schon. Gib dem Bot eine Zeit. Ich glaube, der ist gerade ausgelastet auch. Meinst du denn? Mit was denn? Diese Bots immer. Der Restream-Bot, der dort auch die ganze Zeit arbeiten ist. Ich weiß es gar nicht. Funktioniert das jetzt hier überhaupt? Hallo. Hallo, Bot. Ich will... Das ist der Botissimo. Ja, nee, der Botissimo, der hat sich noch gar nicht gemeldet. Ist der, glaube ich. Der hat sich noch gar nicht? Ich glaube, den habe ich noch nicht im Chat gesehen. Oi, 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 oi. Das ist ja schlecht, ne?
Ja, funktioniert ja gar nicht, oder was? Von Anfang bis Ende bei Twitch habe ich hier gerade den Chat offen, da sehe ich den auf jeden Fall nicht. Der Bortissimo nimmt gar nicht teil, oder was? Nee, der ist anscheinend schon, der ist wahrscheinlich feiern gerade. Wir haben Song-Queue. Oh, nee, das wollen wir gar nicht. Wir haben Song-Request über den Bortissimo, das ist schlecht. Weil ja, solange der Song nicht automatisch startet. Nee, die habe ich ausgeschalten, weil das würde nämlich sonst unsere Dings... Sonst hören wir bald von Leuten, die uns trollen wollen in Dauerschleife, Rick Astley. Ja. Oh, hier hat jemand den Bortissimo... Sorry, jetzt hat... So, Dashboard. Also eigentlich müsste ich nicht wundern, ich gehe das kurz mal durch, weil der Bortissimo anscheinend gerade ein bisschen Probleme hat. Ich möchte ihn mal wieder aktivieren. Was ist denn mit dem los? Achso, jetzt hat den Malfire. Ihr seht ihn auch nicht, ne? Nö. Okay. Weder auf Twitch noch auf YouTube ist der in irgendeiner Weise da. Ha. So, ich versuch's jetzt gerade nochmal auszudingsen. Er müsste eigentlich leben. Lebe. Bortissimo, lebe. Warum er das macht, ich weiß es nicht. Er lässt sich gerade auch nirgends mehr aktivieren. You must upgrade to Pro Membership to enable connections. Was? Ah ja. Er will jetzt, dass ich Pro werde, weil er sonst nicht mehr funktioniert. Er ist jetzt beleidigt, weil du... Jungs, falls ihr wollt, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und gucken, ob ihr den wieder hinbekommt. Ist ja sehr witzig, dass der jetzt nicht will. Blöd. Da schaue ich später mal nach. Wir haben einen Merch-Shop, iSims. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Das mache ich noch. Wir haben einen Merch-Shop und zwar auf der Homepage. Da hat nur noch nie jemand was gekauft, was ich schade finde. Ganz fett als Shop gekennzeichnet. Und da habe ich ganz viel Zeug gemacht. Von T-Shirts bis hier Rucksäcke bis coole Logos für Zeug. Also ich kann jetzt mal auf Zeig mir alle gehen, dann könnt ihr das auch mal sehen. Wir haben hier ganz viele Designs, auch Handyhüllen. Und wir haben hier Beutel, T-Shirts, Flaschen, wir haben, es gibt so viele schöne Sachen hier eigentlich. Für Männer, für Frauen, für Babys, sogar Babysachen, Babyplätzchen und alles. Wir haben Hoodies, wir haben Barbecue, wir haben Mützen und das in jeglichem coolen Design. Hier, das hier gefällt mir auch vor allem sehr gut, der Hoodie. Und nicht nur unser Logo, sondern auch verschiedene Custom-Logos, das hier ist auch sehr, sehr geil. Ja, der hier ist auch hübsch, finde ich. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mal durchstöbern. Wir haben ganz viele Klamotten und Handycases auch hier, da, ne? So mit Zeugs. Manche Sachen sind temporarily out of stock, manche Sachen kommen wieder rein. Ihr könnt euch da gerne mal ein bisschen austoben. Ich habe da noch nie irgendwie Bestellungen gehabt, weil ich sehe ja die Statistiken, also da bestellt eigentlich niemand was. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne reinziehen. Ich finde die Sachen eigentlich cool. Ja. So. Wieso reagiert mein Antivirus-Programm auf das Tuning-Pack? Ist ganz einfach, weil da Tweaks und Tunings drin sind. Ich versuche es nochmal so zu erklären, dass die Leute verstehen. Also wir greifen zu auf die Registry und wir greifen zu auf Windows-Kernkomponenten und die schalten wir aus. Und Windows denkt, alles, was diese Sicherheitskomponenten angeht, wenn das ausgeschalten wird, das wird gemacht, um Viren zu verkaufen und Trojaner. Also meldet das Alarm, Alarm, das darf nicht ausgeschalten werden. Wir wollen dem Nutzer seine Souveränität nicht geben, dass er das macht, weil der könnte ja nicht wissen, was er tut und so weiter. Und es könnten ja Schadprogramme sich einschleichen und so weiter, also geben wir mal Alarm. Und natürlich wird jede Änderung, die nicht gewollt wird oder die aus Sicherheitsgründen bedenklich ist, gleich als Virus und Trojaner abgestempelt. Viel Glück, wenn jemand es schafft, es so zu programmieren, dass das nicht passiert. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Wird passieren im nächsten. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wie es gehen soll. So. Sind die Klamotten von Fruit of the Loom? Yep, die sind von Fruit of the Loom. Also einige. Manche Sachen nicht, aber die meisten sind von Fruit of the Loom. Das steht auch meistens dabei. Ist von Spreadshop. So. Und das war's jetzt mit der Thematik. Gruppentalk. Da fehlen zwar ein paar Leute, aber beim nächsten Mal sind die bestimmt auch wieder dabei. Ja. Hoffen wir bald noch größere Overlays, um noch mehr Talk zu machen. Die Jungs helfen mir bestimmt zu versuchen, den Bortissimo wieder zum Laufen zu bringen. Ich brauche jetzt mal eine Quasselpause und muss noch pinkeln. Und wir machen unseren einzigen und ersten Break für heute.
Und dann gehen wir schon über zur nächsten Thematik. Magic Mirror, Unraid, Parsec, PC-Sicherheit und ganz viele lustige Sachen und Überraschungen für euch und ein Geschenk für euch alle. Das erzähle ich aber später. Das wissen die anderen zwei auch noch nicht. Aber ja. ich werde mindestens 20 GB auf dem Moritz-Server mir schnappen. Ui. 20 GB? Was? Ja, ja, die, sorry, Moritz, Pech. Ich freue dich schon mal auf die Pfeffek-Rechnung. Ja, der FTP wird glühen. Ach so, ich dachte schon RAM. Nee, dann ist mir egal. Dann ist mir egal. Nur Speicher. Aber freu dich darauf schon mal. Wir gehen in die Pause. Ja, und oh, Shut Up 10 bekommt es auch hin. Die kosten aber auch Geld und wissen, was sie tun. Und haben Entwickler. Wir sind ein kleines Team von 3-4 Leuten. Und davon können 1,5 Menschen halbwegs programmieren und ich nicht. Ja, okay. Wir geben uns die beste Mühe. Aber es ist geschrieben übrigens in PowerShell. Ja. Gut, und wir gehen in. Ein Microsoft-Produkt und wird deswegen als Virus erkannt. Das ist auch möglich, Microsoft böse. Wir gehen in die Pause, bis später. Ich danke, dass die Jungs dabei waren. Nächste Woche wieder ein Tech-Talk mit den Zweien. Und wir gehen in den Themenwechsel und in die Unterbrechung. Also viel Spaß, bis später.